In unserem heutigen Video geht es um globale Hegemonialpolitik, das heißt mit welchen Mitteln eine Nation ihre weltweite Vorherrschaft auf- und ausbaut. Und passend dazu haben wir uns einen neuen Sponsor und euch ein nettes PvP-Game ausgesucht. Bevor wir also in die Hegemonialpolitik der realen Welt einsteigen, möchten wir euch ohne große Vorrede unseren neuen Sponsor Conflict of Nations vorstellen. In Conflict of Nations World War 3 übernimmst du die Kontrolle über die Streitkräfte einer der globalen führenden Nationen und die Verantwortung für ihre militärische Expansion, wirtschaftliche Entwicklung, technologische Forschung und internationale Diplomatie. Es handelt sich um ein recht beliebtes Langzeitstrategiespiel, das auf dem PC, im Webbrowser oder auf dem Handy gespielt werden kann, bei dem in einem Match bis zu 100 Spieler miteinander um die globale Vorherrschaft ringen. Darin baust du nach und nach deine Infrastruktur und Streitkräfte auf und beginnst dann Gegner zu bekämpfen und Territorium zu beanspruchen. Mit den anderen menschlichen Spielern, gegen die du online antrittst, kannst du chatten und auf diese Art eine vielfältige Diplomatie entfalten. Das Konzept der Langzeitstrategie von Conflict of Nations erzeugt dabei eine Art bestechenden Realismus für das langfristige Ringen um die Weltherrschaft. Das Spiel enthält zwar ein paar Pay-to-Win-Elemente, ist ansonsten jedoch Free-to-Play. Das heißt, du kannst dir über den Link in der Beschreibung unter diesem Video einen vollkommen kostenlosen Account einrichten und es dann sowohl auf deinem Rechner als auch auf dem Handy spielen, solange du möchtest. Und das Beste, wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, erhältst du als Bonus 13.000 Gold der Ingame-Währung und einen ganzen Monat Premium-Abo gratis dazu. Dieses Angebot gilt nur für 30 Tage, also zögere nicht zu lange und fang am besten noch heute damit an, deine Truppen zu mobilisieren, neue Allianzen zu schmieden und siegreiche Schlachten zu planen. Wie gesagt, euch kostet es gar nichts und uns helft ihr damit, weitere informative Videos zu drehen. Also, nichts wie los, probiert Conflict of Nations mal aus und jetzt ab in die reale Hegemonialpolitik. Der russische Krieg in der Ukraine hat die globale politische Agenda auf den Kopf gestellt. Plötzlich sind die Augen der Welt wieder auf Europa gerichtet. Russland, die Ukraine, Öl und Gas sind derzeit die heißen Themen. Aber habt ihr schon mal die Redewendung gehört? Tu, was wichtig ist und lass dich dabei nicht von Dringlichkeiten stören. Nun, wir auch nicht, aber es scheint clever zu sein und ist genau das, was die USA unter Präsident Joe Biden machen, wenn es um die amerikanische Dominanz in der Asien-Pazifik-Region geht. Wie ihr als treue Visualpolitik-Zuschauer sicher wisst, hat der amerikanische Einfluss in Asien langfristig oberste Priorität im Weißen Haus. Und deswegen lassen sich die Amerikaner auch nicht vom Ukraine-Krieg davon abhalten, in Asien aufs Gaspedal zu treten. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie nutzen die Gunst der Stunde. Die USA hoffen, das Unbehagen und die Angst auszunutzen, die durch die russische Invasion entstanden sind. Es ist die Angst vor autokratischen Regimes mit neoimperialistischen Gelüsten wie China und Russland, die dazu führt, dass Uncle Sam wieder der Verbündete ist, den jeder haben möchte. Und Ende Mai 2022, mitten im Krieg in der Ukraine und während das Pentagon immer mehr Waffen an die europäische Front schickte, besuchte US-Präsident Joe Biden Südkorea und Japan. Denn beide sind enge Verbündete der Vereinigten Staaten und sie waren in letzter Zeit verzweifelt bemüht, ihre Beziehungen zur US-Macht auf allen Ebenen zu stärken. Natürlich gefällt die neue Liebe zu den Amis nicht jedem. Bidens Asientour wurde mit einer gemeinsamen Flugshow und einem Feuerwerk von den üblichen neidischen Nachbarn gestört. Russische und chinesische Jets patrouillieren während Bidens Besuch in Ostasien. Nur Stunden nachdem Biden Asien verlassen hat, startet Nordkorea eine mutmaßlich ballistische Interkontinentalrakete und zwei weitere Raketen. Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten seit Jahren ein bedeutendes Netzwerk von Allianzen in der gesamten asiatisch-pazifischen Region fördern. Wir haben schon in einigen Videos darüber berichtet. Und wenn sich die US-Politik in den letzten Jahren eher auf militärische Beziehungen zu asiatischen Ländern beschränkt hat, will die Biden-Administration nun auch politisch und wirtschaftlich viel stärker in Asien aktiv werden. Schon als Vizepräsident unter Obama war Biden Teil jener Regierung, die das transpazifische Handelsabkommen TPP vorantrieb. Dealmaker Donald Trump gab es wieder auf, weil er TPP für einen der größten Fehler der US-Außenpolitik hielt.
Das Weiße Haus prüft aber nun, wie es diese Zusammenarbeit wieder aufnehmen kann. Das alles dient einem Ziel. Die USA wollen nicht nur die dominante Macht in der Asien-Pazifik-Region bleiben, sondern ihre Dominanz noch weiter ausbauen und zementieren. Und heute erklären wir euch, mit welchen drei Strategien sie dies anstreben. Die erste davon haben wir bereits in früheren Videos ausführlich besprochen. Sie besteht darin, den chinesischen Einfluss in Asien einzudämmen und zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten immer noch der wichtigste Akteur in der Region sind. Selbst wenn dies bedeutet, dass die USA einen aggressiveren Kurs in der Taiwan-Frage einschlagen müssen. Biden schwört, Taiwan zu verteidigen. Dabei müsst ihr Folgendes im Hinterkopf behalten. Auch wenn das Weiße Haus dazu neigt, die Worte des Präsidenten im Nachhinein zu relativieren, es spielt keine Rolle. Denn Bidens wiederholte Behauptung, dass die USA aktiv und militärisch eingreifen würden, um Taiwan zu verteidigen, ist kein Zufall, sondern eine echte Absichtsbekundung. Die zweite große Strategie besteht darin, die Beziehungen zu und zwischen zwei seiner engsten Verbündeten zu fördern, nämlich Südkorea und Japan. Mit anderen Worten, Washington möchte, dass diese beiden Länder ihre Beziehungen verbessern und ihre alten diplomatischen Konflikte ein für alle Mal hinter sich lassen. Denn immerhin war Korea mal eine japanische Kolonie, was oft schwierige Beziehungen zur Folge hat. Ziel ist jedoch aus Sicht der Amerikaner, dass beide Länder eine starke demokratische Front in der Region aufbauen. Eine Front, deren Stärke keineswegs zu unterschätzen wäre. Wir reden bei Südkorea und Japan schließlich über zwei der reichsten und technologisch fortschrittlichsten Länder der Welt. Zwei Staaten, die zusammen ein BIP von fast 7 Billionen US-Dollar und einen Militärhaushalt von derzeit 94 Milliarden Dollar pro Jahr vorweisen können, der infolge der derzeitigen Weltlage noch kräftig steigen wird. Beide Länder sind eines der stärksten Duos der Welt, zwei vorzügliche Partner für die USA und ein starker Gegenpol zu China. Die dritte große Strategie Washingtons ist die Förderung eines Netzwerks von Allianzen, um eine stärkere militärische, politische und wirtschaftliche Integration mit den Ländern der Region zu erreichen. Während seiner letzten Reise gab Biden viele Hinweise darauf, wie die neue Außenpolitik von Uncle Sam in Asien aussehen wird. Und zwar alles mit dem Ziel, China in Schach zu halten. Ein Treffen unter Freunden. Es mag vielleicht überraschend klingen, aber internationale Beziehungen werden sehr stark von den persönlichen Beziehungen der Staatslenker untereinander beeinflusst. In den internationalen Beziehungen ist alle Politik persönlich, denn letztlich basiert alles auf Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nur durch persönliche, nicht freundschaftliche, aber offene und aufrichtige Beziehungen zu deinem Gegenüber, damit du dich nicht darüber wundern musst, welche Absichten sie im Schilde führen. Und wenn man es so sieht, war der Besuch für die USA ein voller Erfolg, denn Biden und sein Amtskollege Yun haben sich anscheinend sehr gut verstanden. Aber das hier ist natürlich keine Seifenoper. Bei Visualpolitik geht es hauptsächlich um die Fakten, wie zum Beispiel diese. Die Vereinigten Staaten haben am 23. Mai 2022 eine Wirtschaftskooperation für den asiatisch-pazifischen Raum ins Leben gerufen, das sogenannte Indo-Pacific Economic Framework, IPEF. Südkorea und Japan sind Gründungsmitglieder. Mit im Club sind unter anderem auch Australien, Indien und Indonesien. Okay, aber was hat es mit dem IPEF auf sich? Und warum in aller Welt sollte Washington ein neues internationales Forum schaffen, wenn man doch einfach dem Transpazifischen Freihandelsabkommen CPTPP beitreten könnte? Nun, anders als das CPTPP ist das IPEF kein Freihandelsabkommen, das auf die Abschaffung von Zöllen und Handelsschranken abzielt. Sein Hauptziel ist die wirtschaftliche Integration der insgesamt 14 Gründungsmitglieder zu fördern. Das heißt zum Beispiel, Regeln für freien Handel untereinander zu schaffen und die Zusammenarbeit zu fördern in Bereichen wie Technologie, digitale Wirtschaft und saubere Energie. Und auch die Korruption soll bekämpft werden. Vor allem geht es bei diesem Forum aber darum, die Lieferketten zwischen den Mitgliedsländern zu stärken und robuster zu machen. Vor allem sollen diese nicht mehr so abhängig von China sein. Auf diese Weise könnten die Mitglieder des IPEF einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen Weltregionen erhalten, die noch immer blind auf China setzen, auch wenn die erheblichen Risiken dort nun offenbar geworden sind. Zwar sprechen wir über ein Forum, dessen Aufgabe noch nicht ganz klar zu sein scheint, aber offenbar strebt Washington danach, dieses Forum zu einer der zentralen Säulen seiner US-Außenpolitik zu machen. Und diese soll dann als Gegengewicht zu der von China angeführten Integrationsbewegung fungieren, wie etwa dem Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP.
Es gibt sogar Spekulationen darüber, dass der US-Regierung über dem IPF hinaus ein neues, viel umfassenderes Abkommen über Freihandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit als Ziel vorschwebt. Ein Abkommen, das zum Beispiel die weitere Entwicklung und Produktion von Mikrochips fördert. Denn der Mangel an solchen Hightech-Komponenten hat in jüngster Vergangenheit die Automobil-, Technologie- und Militärindustrie auf der ganzen Welt stark beeinträchtigt, darunter natürlich auch die US-Industrie. Und siehe da, nur kurz nach Bidens Besuch in Südkorea und nachdem Seoul dem IPF beitrat, wurden zwei wichtige Ankündigungen gemacht. Schaut's euch an! Südkoreas SK Group kündigt 195 Milliarden Dollar Investitionen in Chips, Batterien und Biotechnologie bis 2026 an. Samsung investiert 355 Milliarden Dollar, um seine Führungsposition im Chip- und Biosektor zu festigen. 550 Milliarden Dollar Investitionsvolumen allein durch diese zwei koreanischen Riesen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Um euch eine Vorstellung zu geben, über welche Dimension wir hier reden. Diese zwei privaten Investitionsprogramme übertreffen das BIP kompletter reicher Volkswirtschaften wie Norwegen oder Israel. Quasi über Nacht ist diese Branche in Südkorea zur höchsten nationalen Priorität geworden. Ein Zufall? Wohl kaum. Aber das ist noch nicht alles. Neben dem IPF trafen Biden und Yoon auch wichtige militärische Vereinbarungen. Wie zum Beispiel die Aufstockung der US-Truppen, die in der Region stationiert sind. Zudem will man den Umfang und die Häufigkeit gemeinsamer Militärmanöver erhöhen. Außerdem sagte Biden, dass die USA zur Verteidigung Südkoreas die volle Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten einsetzen würden. Und das schließt, haltet euch fest, auch Atomwaffen ein. Der Ton gegenüber Nordkorea wird also wesentlich rauer. Eine 180-Grad-Kehrtwende gegenüber der Politik des ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Moon, der aus Rücksicht gegenüber den Nachbarn im Norden die Zahl der Militärmanöver reduziert hat. Und es geht noch weiter. Es gibt sogar Spekulationen darüber, dass Südkorea einseitig die militärischen Beschränkungen aufheben könnte, auf die sich Xi Jinping und der ehemalige Präsident Moon geeinigt hatten. Es handelt sich hierbei um die 3-Nein-Vereinbarung. Was es damit auf sich hat? Nun, Südkorea stationierte 2017 das amerikanische Raketenabwehrsystem THAAD. Dieses Kürzel steht für Terminal High Altitude Area Defense und soll ballistische Raketen abfangen. Peking war von diesem System natürlich alles andere als begeistert und reagierte mit harten wirtschaftlichen Repressalien. Diese führten dazu, dass Hyundai-Verkäufe in China um 2/3 einbrachen, der koreanische Mischkonzern Lotte Group sein Geschäft in China einstellen musste und chinesische Touristen zeitweise nicht mehr nach Südkorea reisen durften. Wir haben über diese diplomatische Konfrontation und die rüden Methoden Pekings sogar ein eigenes Video gedreht, das ich euch verlinken werde. Den damaligen Konflikt löste man mit dem eben erwähnten 3-No-Agreement. Im Rahmen dieses Abkommens verpflichtete sich Südkorea erstens, dass es keine weiteren Raketenabwehrsysteme im Land stationieren würde. Zweitens, dass Seoul sich keinem regionalen Abwehrsystem unter Führung der USA anschließen würde. Und drittens, dass es nicht Teil eines Militärbündnisses sein würde, an dem Südkorea, Japan und die USA gleichzeitig beteiligt sind. Doch diese Vereinbarung scheint nun hinfällig zu sein, zumal man in Südkorea mit dem LSAM-System auch ein eigenes Raketenabwehrsystem entwickelt. Und auch in Japan, dem anderen großen Verbündeten der USA, tun sich einige hochinteressante Dinge, was Bidens Strategie der Allianzen gegen China in die Hände spielt. Das Land der aufgehenden Sonne hat sich dazu verpflichtet, seinen Militärhaushalt zu erhöhen und will versuchen, seine Beziehungen zu Seoul zu verbessern. In erster Linie verstärkt Japan sein Engagement gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und sogar deren engsten Verbündeten. So hat Japan mittlerweile militärische Abkommen mit Australien und dem Vereinigten Königreich unterzeichnet. Der US-freundliche und auch aufrüstungsfreudige Premierminister Fumio Kishida konnte mit seiner Regierungspartei bei den jüngsten Parlamentswahlen gar einen großen Sieg erringen. Damit kann er ohne Unterbrechung bis zu den für 2025 angesetzten Wahlen regieren und die langfristigen politischen Ziele seiner Partei durchsetzen. Hierzu zählen vor allem die Stärkung der nationalen Sicherheit und das lang gehegte Ziel, die pazifistische Nachkriegsverfassung so zu ändern, dass Japan eine starke und proaktive Militärmacht mit enger Bindung an die USA wird. Die Bedeutung all dieser Themen haben wir euch bereits in einem separaten Japan-Video ausführlich erläutert. Nun dürfte also auch der hier beschriebene Kurs eine noch breitere politische Unterstützung erfahren und Kishida könnte auch mit seiner Sicherheits- und Bündnispolitik einen echten Durchmarsch hinlegen. Und auf diese Weise schaffen die Vereinigten Staaten eine Koalition, die schon alleine in der Lage ist, China in Schach zu halten. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, an der das Banner der Stars and Stripes weht. Denn gute Beziehungen zu Japan und Südkorea sind nicht das einzige Ass, das Washington im Ärmel hat. Aufgepasst! Eine asiatische NATO?
Die USA sind gerade dabei, eine ganze Reihe spezieller Militärbündnisse zu konsolidieren. Ich spreche hier insbesondere vom Quad, dem Quadrilateral Security Dialogue zwischen den USA, Japan, Indien und Australien. Dabei handelt es sich um ein eher informelles Bündnis, das im Vergleich zur NATO weit weniger klare Strukturen aufweist und auch keinen echten Beistandspakt mit Bündnisfallklausel darstellt. Aber sein Potenzial, zu einer asiatischen NATO heranzureifen, ist durchaus vorhanden, was natürlich vor allem in Peking für blanken Horror sorgt. Denn auch beim Quad geben die Amerikaner derzeit ordentlich Gas, um nach der russischen Invasion der Ukraine das Bündnis zwischen den USA, Japan, Indien und Australien zu festigen. Diese Länder sind kurz nach Bidens Reise nach Südkorea in Tokio zusammengekommen und haben dort einige neue Entwicklungen auf den Weg gebracht. So haben sich die Staats- und Regierungschefs der Quad-Staaten darauf geeinigt, eine große maritime Initiative zu starten, die Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, kurz IPMDA. Die Staats- und Regierungschefs der vier Länder starten eine wichtige Initiative zur besseren Überwachung maritimer Aktivitäten im Indo-Pazifik. Und wofür genau ist das alles gut? Nun, man will eine verstärkte Echtzeitüberwachung der indopazifischen Meere durch die Mitgliedsländer ermöglichen. Wir sprechen hier nicht nur über eine militärische Funktion. Diese Initiative wird es auch ermöglichen, die Bewegungen der sogenannten Dark Ships zu kontrollieren, also jener Schiffe, die ohne ihre Erkennungssysteme fahren und entweder illegal fischen oder verbotene Ware schmuggeln. Aber es geht noch weiter. Die vier Nationen der Quad haben sich auch auf die Gründung der Quad Cyber Security Partnership geeinigt. Quad fordert gemeinsamen Ansatz zur Verbesserung der Cybersicherheit. Die Quad-Länder riefen zu einem gemeinsamen Ansatz zur Verbesserung der Cybersicherheit auf und erklärten, ihre Kapazitäten im Rahmen des Quad Cyber Security Partnership Program zu koordinieren. Es ist dabei vollkommen klar, gegen welche gemeinsame Bedrohung dieses Bündnis gerichtet ist. Denn wenn es um Schutz vor Cyberattacken geht, hat man ein Land besonders im Visier: China, das immer wieder in Verdacht steht, seine Konkurrenten im Internet zu attackieren oder auszuspionieren. Natürlich gibt es aber nicht nur gute Nachrichten, was die Umsetzung der amerikanischen Strategie angeht. Indien hat sich geweigert, Russlands Überfall der Ukraine scharf zu verurteilen, weil es befürchtet, dass Putin dann die Lieferung militärischer Ausrüstung stornieren könnte. Allerdings beobachtet man in Neu-Delhi genau, welche Performance die russischen Waffen im realen Konflikt hinlegen und erkennt immer mehr, dass sich bei der Gegenüberstellung mit westlichen Waffensystemen ein Versprechen des russischen Rüstungsmarketings nach dem anderen in Luft auflöst. Schließlich will man im Ernstfall nicht unerwartet im Artillerieregen stehen, denn erst jüngst hat sich gezeigt, dass die milliardenteuren S-400 Luftabwehrsysteme entgegen ihrer Papierspezifikation eben nicht in der Lage sind, HIMARS-Geschosse abzufangen. Indien wäre also gut beraten, seine Rüstungsstrategie generell komplett neu auszurichten, wenn es im globalen Wettbewerb der Militärmächte überhaupt noch mithalten will. Eine Sorge, die man in Australien nicht hat, wurde dort im Rahmen des neuen AUKUS-Bündnisses doch die Beschaffung einer hochmodernen Atom-U-Boot-Flotte beschlossen. Wir haben darüber sogar ein separates Video gedreht. Allerdings ist dieses Jahr in Canberra die Labour-Partei an die Macht gekommen und es kann sein, dass die neue Regierung die Beziehung zu China wieder verbessern möchte. Hier geht es jedoch vor allem um Strafzölle auf australische Waren, die auf die Stimmung drücken. In puncto Sicherheitspolitik fährt auch die linksgerichtete Regierung einen ganz klaren, wenn nicht noch stringenteren Kurs. Der neue Verteidigungsminister Richard Marles hat nun gar eine wesentlich engere Zusammenarbeit zwischen Australien und den USA gefordert, um das zu vermeiden, was er als katastrophales Scheitern der US-australischen Abschreckungsdoktrin im Indopazifik bezeichnet. Während seiner Rede in Washington argumentierte Marles, dass China die größte militärische Aufrüstung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs betreibe, welche er als gewaltig ansieht. Sie verändere seiner Meinung nach sowohl die strategischen Gegebenheiten des Indopazifiks als auch der gesamten Weltpolitik komplett. Marles warnte, dass die Allianz zwischen Australien und den USA es sich nicht leisten könne, auf der Stelle zu treten und den Status quo hinzunehmen, und fügte hinzu, dass sie sich in den kommenden Jahren in einem viel schwierigeren strategischen Umfeld bewegen werde. Doch trotz dieser Herausforderungen ist klar, die Position der USA im asiatisch-pazifischen Raum ist nicht nur so stark wie seit langem nicht mehr, sondern wird noch massiv zunehmen. Während bis vor kurzem noch alles darauf hindeutete, dass China hier die Oberhand gewinnen würde, hat das wieder erstarkte internationale Auftreten und die multilaterale Strategie der USA alles verändert. Mit Südkorea, Japan, Australien und den aufstrebenden Allianzen wie der Quad und dem Indo-Pacific Economic Framework will die beiden Regierungen die Position der USA als Number One Player im asiatisch-pazifischen Raum noch weiter ausbauen.
Natürlich ist das Spiel noch lange nicht vorbei, weswegen die Preisfrage nun lautet: Werden Bidens Pläne letztlich aufgehen? Wird die US-Strategie erfolgreich sein? Und wird es Washington gelingen, die Macht und den Einfluss Russlands und Chinas gleichzeitig zu schwächen? Was könnte die USA jetzt noch stoppen? Wie immer sind wir auf eure Beiträge und Diskussionen zu diesem Thema schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Vergesst bitte auch nicht, das zu diesem Video vortrefflich passende Online-Spiel unseres Sponsors Conflict of Nations auszuprobieren. Wenn du dich wie Sun Tzu fühlen und über militärische Strategien spekulieren willst, solltest du es unbedingt über den Link in der Beschreibung unter diesem Video anspielen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, wenn ihr uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!